Vor dem Präsentieren macht es Sinn, die Seitenreihenfolge nochmal zu überprüfen. Unter Pages, die Benutzeroberfläche ist halt immer noch Englisch, aber das ist, denke ich, zu verschmerzen. Hast du alle Einzelseiten im Überblick? Hier kannst du Seiten, die überflüssig sind, wieder löschen. Du wirst zur Sicherheit nochmals gefragt und du kannst auch die Reihenfolge einfach mit Drag and Drop nachträglich ändern. Wenn du auf eine entsprechende Seite klickst, so bist du gleich wieder im Bearbeitungsmodus. Und nun also zur Präsentation. Du hast oben rechts diesen Play-Button und zugleich beginnt die Präsentation. Idealerweise zeigst du das im Vollbildmodus an und da ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ungünstig, wenn bei einem breitformatigen Buch dann zwei Seiten nebeneinander angezeigt werden, so ist der Inhalt doch etwas klein. In diesem Fall ist es schlauer, wenn du beim Zahnrandsymbol nicht auf Side by Side gehst. So wird das Format ausfüllend mehr oder weniger angezeigt. Hier siehst du aber auch noch weitere Einstellungen, zum Beispiel für die Vorlesefunktion kannst du die richtige Stimme wählen. Da musst du natürlich darauf achten, dass es auch eine deutsche Stimme ist, sonst wird es amerikanisiert. Man kann hier noch weitere Anzeigeeinstellungen vornehmen, insbesondere die Vorlesegeschwindigkeit, wenn du diese dann aktivierst. Das machen wir gleich. Herzlich willkommen zu meinem multimedialen Stadtführer von Paris. Paris. Impressionen. Wow. Und so weiter und so fort. Du siehst, die Reihenfolge ist nicht immer ganz richtig vielleicht oder nicht in deinem Sinn. Da musst du allenfalls die entsprechenden Symbole nochmals anders anordnen oder über die Ebenenfunktion da etwas ganz nach oben platzieren. Mit Edit bin ich wieder im Bearbeitungsmodus. Wenn ich auf My Books gehe, so habe ich alle Bücher im Überblick. Hier hast du ebenfalls diese Abspielfunktion direkt aus deinem Büchergestell. Du kannst hier den Namen ändern, allenfalls auch den Autor. Und darunter hast du noch weitere Möglichkeiten, dein Buch weiterzugeben. Du kannst es herunterladen im E-Book-Format, du kannst es ausdrucken. Allerdings gehen da natürlich alle schönen multimedialen Funktionen verloren und mit Publish Online wird das Buch im Internet veröffentlicht. All jene, die diesen Link haben, die sehen können das betrachten. Du siehst, dieser Link, der ist sehr, sehr lang, der kann nicht erraten werden, der lässt sich also problemlos teilen, ohne dass man Angst haben muss, dass dieses Buch dann auch von wildfremden Leuten entdeckt wird. Falls du das wieder rückgängig machen möchtest, so gehst du erneut auf Publish Online und hier kannst du mit Stop Publishing das wieder rückgängig machen.